Und damit kommen wir zum letzten Act für heute Abend. Sie hat vor einem Jahr, glaube ich, schon mal gelesen, November, ne? Damals mit Bildern, heute Abend klappt das leider nicht. Hier ist aus Hollywood, möchte ich fast sagen, das Beinmodel für Heidi Krüger. Nee, wie heißt sie? Diane Krüger und Quentin Tarantino. Hashtag Beinangelegenheit. Erster Teil, Twitter und Tarantino. Oktober 2008 ist mein zweiter Monat bei Twitter. Meine Timeline wird von 20 Followings belebt und ist, um es ganz vorsichtig zu sagen, ein verhalten plätscherndes Bächlein. Nichts, aber wirklich gar nichts deutet darauf hin, was hier gleich passieren wird. Eine Tür wird sich öffnen, ach, was sage ich, ein Scheunentor zu meinen 4 Seconds of Fame wird aufgehen. @KatrinPassig twittert: Mittwochmorgen, für den Tarantino-Film wird ein Frauenbein gesucht, das eine große altmodische Spritze bekommen soll. Leider ein schlankes, damn. Nächster Tweet von @KatrinPassig, 10 Minuten später. Was ist nur los mit den Frauen? Tarantino, abscheuliche Injektionen und dann nur eine einzige Freiwillige. Ich glaube, ich muss mein Weltbild justieren. So? KatrinPassigs Account hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 3000 Follower. Dennoch ist die Suche nach einem Frauenbein für Tarantino mühsam. Ich kann es kaum fassen, was in meiner Timeline geschieht. Sicher ist nur mein folgender Tweet an KatrinPassig: Wann, wo, wie viel? Katrin schickt mir sofort eine Direct Message mit einer Telefonnummer in Potsdam. Der Ansprechpartner heiße Sebastian oder so ähnlich. Etwas ungläubig rufe ich am nächsten Morgen bei der angegebenen Nummer an. Hallo, hier ist Steffi. Spreche ich mit Sebastian? Ja, hallo, ich heiße Salvatore. Ach, hallo Salvatore. Ich habe deine Nummer von KatrinPassig. Sie meinte, ihr sucht ein Frauenbein für Tarantino. Ihr könnt eins von meinen haben. Ich warte auf Einwände von seiner Seite, dass man ein geeignetes Bein schon gefunden hat. Oder dass ich mich in Potsdam in eine kilometerlange Warteschlange stellen muss. Aber er sagt nichts dergleichen. Stattdessen gibt er mir präzise Anweisungen, wie die Fotos von mir aussehen sollen. Füße, Knie, Unterschenkel und den Ansatz vom Oberschenkel soll ich ihm heute noch mailen. Gegen 15 Uhr ruft mich Nura an. Sie stellt sich als Kollegin vom Telefonpartner heute Morgen vor und meint, die Fotos sind gut. Die Casting-Leute bräuchten allerdings noch einen Gesamteindruck von mir. Ich bin irritiert und frage, aber doch nicht nackt, oder? Sie beruhigt mich. Nein, natürlich nicht nackt. Wir wollen einfach einen Eindruck von dir kriegen, wer du bist. So können wir uns ein Casting vor Ort sparen. Okay, denke ich. Ich krieg eine Idee, was sie von mir will. Die Fotos kann allerdings nur jemand anders von mir machen. Ich täusche absolute Planungssicherheit über die Zeit und Hilfsbereitschaft meines Freundeskreises vor und sage, heute Abend bekommst du die Fotos von mir. Nach dem Telefonat beginne ich zu rotieren. Es ist Donnerstagnachmittag. Viele meiner Freunde sind bei der Arbeit. Die meisten fotografieren nicht, manche leben nicht in Berlin und manche eignen sich nicht zum Vorturnen im leichten Sommerkleidchen. Einer fällt mir schließlich ein, ich rufe ihn an. Don Dahlmann hat Stress, er muss noch 3 Artikel fertig schreiben und um 19 Uhr bei Freunden sein und irgendwas machen. Also Steffi, was ich eigentlich sagen will, ich habe überhaupt gar keine Zeit, aber komm vorbei. Keine Stunde später hat Don mich fotografiert und sich meine Mäkeleien über die Fotos mit Engelsgeduld angehört. Die von mir für einigermaßen tauglich befundenen Fotos mailt er mir. Ich ringe ihm beim Abschied noch das Versprechen ab. So? Ich ringe ihm beim Abschied noch das Versprechen ab, diese fürchterlichen Fotos von mir nie, nie, nie einer Menschenseele zu zeigen. Am gleichen Abend ruft mich das Casting Girl an. Sie sagt, die Fotos, die sind ganz gut. Sag mal, hast du gegebenenfalls Mittwoch, Donnerstag Zeit? Und ich frage zurück, hä? Ich bin noch im Rennen? Sie sagt, ja klar. Ich antworte, ja natürlich habe ich Mittwoch, Donnerstag Zeit. Vor Aufregung vergesse ich nachzufragen, ob sie Mittwoch, Donnerstag diese Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr meint. Wir beim Film drücken uns nämlich nicht in KW aus. Ich frage dann wirklich nochmal irritiert nach. Sag mal, ich bin wirklich noch im Rennen? Und dann sagt das Casting Girl, na klar Steffi, du bist unser Beindubel. Erster Drehtag, Oktober 2008. 6 Tage später, mittwochs morgens, kurz nach 7. Meine Kanzlei hat mir freigegeben, damit ich zum Film gehen kann. Ich weiß fast nichts über meinen neuen Job. Ich weiß nicht, wen ich dubeln soll. Ich weiß nicht, ob ich gespritzt werde.
Hört er mich noch? Irgendwas piept hier. Hat der einen Wecker an, oder? Gut, dann lese ich einfach mal ganz steil dagegen an. Meine Kanzlei, also wir haben es mittwochs morgens, kurz nach 7, ich habe frei bekommen in meiner Kanzlei. Ich weiß fast nichts über meinen neuen Job. Ich weiß nicht, wen ich dubeln soll. Ich weiß nicht, ob ich gespritzt werde und wenn ja, womit. Ich weiß nicht, ob ich gleich wieder heimgeschickt werde, weil die Szene gestrichen wird. Besonders brisant ist momentan allerdings ein Umstand. Ich weiß nicht, wo der Eingang zum Stage 8 auf dem Studiogelände Potsdam-Babelsberg ist. Das Gelände ist mit blickdichten Zäunen abgesperrt und wird von Security-Leuten bewacht. Ein 2-Meter-Mann sagt mir, ich soll hinter dem Zaun links Bescheid sagen. In meiner Verwirrung lande ich zuerst im Nebengebäude bei GZSZ. Ich bin beim Film und tappe im Dunkeln. Mein Casting-Girl holt mich nach meiner Herumirrung auf dem Filmgelände eine Viertelstunde später am richtigen Eingang ab. In ihrem Trailer erhalte ich einen Inglourious Basterds Badge. Er wird mich in den nächsten Tagen vor bösen Blicken von Brad Pitts Bodyguards schützen.